War das ein anstrengender Tag. Erstmal schön mein Haus gebaut. Bisschen was hab ich ja hier noch. Aber leider kein Glas. Mal schauen, ob der Herr Ramon da ist. Hallo? Jemand da? Anscheinend nicht, aber ich höre schon wieder was. Ich geh ins Immer diese Monster, wenn's Nacht ist. Also der Herr Ramon sollte sein Haus echt mal sicher machen hier. Nein. Also ein Zombie mit Rüstung habe ich auch noch nie gesehen. Besser so? Besser so? Ja. Sie haben nicht zufällig den Herrn Tyrox gesehen? Nein, leider nicht. Okay, danke. Ui. Ui. Ist aber günstig. Hallo? Was ist das denn? Oh, was ist das denn? Hallo? Oh, man sieht mein Haus von hier. Boah, das sieht cool aus. Ich frag mich immer noch, was das hier werden soll. Toll. Autsch. Autsch. Ich geh. Oh, Geld. Alle Monster bekämpft. Was ist das? Hier entsteht Sissys Haus. Boah. 5 Münzen dafür. Hehe, was haben wir denn hier? Ein Fruchtsalat. Und was ist das? Oh ja, das nehme ich dankend an. Cool. Mal ganz kurz mein Geld hier wegpacken. Hallo? Hallo? Ich hätte mal eine Frage. Ja? Und zwar könnten Sie mir ein paar Sticks herstellen und sagen wir mal 2 Stapel Holztreppen aus Eichenholz, also aus dem Holz. Ja, kann ich machen. Wie viele Stöcke brauchen Sie denn? Sagen wir mal 1 Stapel. Wissen Sie, wie viel das kostet? Noch nicht, das muss ich dann erstmal bei mir ausrechnen. Ich müsste sowieso erstmal zu mir, weil ich dort noch ein bisschen Holz habe. Okay. Und ich komme dann zu Ihnen in die Mine. Mhm, das Problem ist, ich wollte mich eigentlich schon gleich wieder schlafen legen. Ach so, ja, dann. Heute wollte ich nicht so lange wach bleiben. Dann kommen Sie mal kurz mit. Darf ich reinkommen? Ja, bitte. Nicht wundern über den Dreck, ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, ich wundere mich ja nicht. Ist halt. Dann kann man wenigstens in die Stockwerke rein. Und wer heißt es? In dieser Höhle auf jeden Fall. Habe ich, um ganz genau zu sein,
13 bestimmte eines bestimmten Erzes gefunden, und zwar Diamanten. Okay, und wissen Sie schon, was man damit machen kann? Also, soweit ich weiß, kann der Herr Ramon, der ist ja, also ich weiß nicht, ob er schon so weit ist, dass er damit Sachen herstellen kann, aber ich weiß, dass man in der Schmiede daraus Werkzeuge, also praktisch auch solche Sachen und so herstellen kann. Ah, weil Sie gerade Schwerter sagen. Sie haben nicht zufällig Silbererz gefunden? Doch, müsste, wieso, fragen Sie? Ich würde Ihnen, jetzt muss ich nochmal kurz nachfragen, wie viele Stöcke brauchten Sie? Ein Stapel Stöcke und zwei Stapel Treppen. Okay, dann machen wir das so. Und Sie geben mir im Austausch dafür, das müssen Sie aber dann erst beim Herrn Ramon noch schmelzen lassen, 4 Silberbarren, wenn das machbar wäre? Müsste, ja. Okay, weil daraus kann ich mir dann Schwerter herstellen lassen. Na, das... Kann ich vorgehen? Ja. Hast du irgendwas geplant? Noch nicht. Ich muss erst mal hier Fenster einbauen, damit ich... Ja, ich, Ruhe vor dem Wind und Regen hab. Hab den Herrn Ramon eine Kiste mit einem Schild hingestellt, wo, dass er mir bitte ein bisschen mit Sand drin, dass er mir bitte ein bisschen schmelzen soll und daraus auch Scheiben machen soll. Falls davon was übrig bleibt, würde ich es ihm geben. Ja, nee, ich würde den Auftrag also selber beim Herrn Ramon aufgeben, und so, wie er an den Sand kommt, da muss er sich dann selber kümmern. Nur weil ich generell mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit viel zu viel dann haben werde. Deswegen meinte ich. Ja, dann fragen Sie Fräulein Sissy, ob die was braucht. Okay. Ja, und ich werde jetzt erstmal weiter Holz hacken gehen. So, weil der Herr Ramon nicht da ist, kriegt er einen Baum hier drinnen gesetzt. Hier ist der Wald. Und da ist schon das erste Monster. Lecker! Autsch! Ich geh ins Licht. Das kann bestimmt das Fräulein Sissy gebrauchen. Einen nicht allzu großen Baum. Ich habe nicht mehr so viel an der Axt dran. Och nein. Ich hab das Klappergestell schon gehört. Dann ist was. Sind Sie? Ja, ich werde mal schauen, was ich tun kann. Gott, der sieht aber nicht mehr ganz gesund aus.